Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ich wollte schon gerade dazu gesagt haben, viel zu bisschen Infinity Evolved. Nö, nicht ganz. Ja, das wäre schön oder auch nicht. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla. So, man gelangt schon immer noch. Es ist irgendwie immer noch kein richtiges Biom da. Und du musst irgendwo mal kurz ein bisschen Schaden erleiden, dann siehst du auch dein Leben. Jo, mach ich gleich mal. Oha, hat er eine Kuh geschubst? Ah. So. Dominik, du stirbst. Verdammt. Alter, wie schnell reckt man jetzt? Das ist doch OP. Es ist nicht OP, das ist gerechtfertigt. Damit kannst du eigentlich auch mittlerweile schon gegen Lava anrecken, oder? Nicht? Leider nicht. Haben schon so viel ausprobiert. Boah. Tag 47, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Ort zum Bauen. Unser Spawn Point liegt maximal 1000 Blöcke hinter uns. 1000? Never. Doch, weil wir da zuletzt geschlafen haben. Ach so, ja. Ich dachte mal, das ist gerade ein World Spawn. Der liegt schon ein bisschen weiter zurück. Ja. Ich will nicht wissen, wo der Spawn, der Hauptspawn ist. Zu weit. Ich werde aber später nochmal, wenn wir dann unsere Stadt oder unser Haus gebaut haben, werde ich da den Spawnpoint drüber verlegen, ne? Brauchen wir nicht. Wir schlafen. Ja, nee, ich meine den Hauptspawn, den Worldspawn, falls dann irgendwann mal wirklich Besucher kommen. Machen wir es ganz einfach. Nether Hub mit einer Schiene. Ja gut, so kann man es machen. Boah. Ich habe einen Sumpf gefunden. Ja, ich wusste schon immer, dass du so ein Sumpfbewohner bist. Was soll das jetzt heißen? Ich weiß es selbst nicht. Okay. Ignorieren wir es einfach. Dumme am Ende. Oh, nervlich. Wegen Minecraft. Ja, ich werde mal noch nicht einen ba Ort haben zum Bauen. Boah, leck mich die Eier wund, bis die ranzig abfallen. Nö. Nö. Einfach nö. Echt? Echt nicht? Nee. Nee. Willst du ein Hexenhaus finden? Ja, dann. Wie werden jetzt Boote gemacht? Mit einer Schaufel in der Mitte. Na. Holzschaufel. Als Paddel. Weil du jetzt paddelst damit. Also du kannst wirklich jetzt paddeln simulieren in Minecraft und du paddelst damit dann. Hast du's? Moment. Das sag mir jetzt nicht, du googelst. Nein, es klappt irgendwie. Ich habe eine Schaufel in der Mitte und dann irgendwie so. Schaufel Ich in der finde. Mitte, außenrum Planks. Komplett außenrum. Nein, oben die dritte Reihe frei. Warte, muss das einfarbiges Holz sein? Ja. Mit Birkenholz geht das nicht. Dann hast du eine Birkenschaufel? Es geht eine Birkenschaufel. Das ist eine Holzschaufel. Okay. Dann weiß ich es Moment, gerade Moment, nicht. Moment. Handy! Schlafen. Ja. Er wird sich am Bett nicht auf Bäumen setzen. Ja, ich glaube, geht das nicht. Minderwertig. So minderwertig. Minecraft? Nee, nicht Botania, Boot. Das ist traurig, dass man am Boot googeln muss. Das ist echt traurig. So, Herstellung. Du brauchst eine Holzschaufel! War doch so. Nein! Da haben sie es wieder rausgenommen. So. Also früher war es echt mit einer Holzschaufel. Ja, jetzt schon nicht mehr.
Der Frug. Fünf einfarbige Holzplanks. Ich will das mit der Holzschaufel wieder zurück, das ist ja geil. Du paddelst aber trotzdem, ne? Alter, wie schnell das jetzt mittlerweile ist. Auf Eis ist es OP. Man kann auf Eis paddeln. Ja. Alter. Ich glaub, das hast du. Lol, man kann jetzt Seebetter kaputt machen? Ja. Okay. Ich fahr mal aufs große weite Meer hinaus. Tschüss. Ciao. Mal schauen, vielleicht finde ich am anderen Ufer einen NPC drauf oder eine Stelle zu bauen. Ich hab einen Sumpf gefunden. Schon wieder. Sumpfe? Sumpfe gibt's ja genug. Aber wieder ein Sumpf ohne Ende. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich schaue so gerade so ein bisschen aus meinem Fenster und sehe einfach nur im Garten bei uns meine Eltern stehen, die mir einfach gerade da so zuschauen. Lol. Mhm. Das ist ein bisschen gruselig. Ein bisschen. Awengle. Eine Weide gefunden. Was? Eine Weide. Ja, die habe ich auch schon genug. Bitte NPC, bitte NPC, bitte NPC. Ja, das sieht mir an der Pissinsel aus. Boah, ich habe halt keinen Bock mehr, ne? Ich sag dir, bevor wir überhaupt eine Stelle zum Bauen finden, finde ich hier noch einen Unterwassertempel. Der ist ziemlich häufig. Also den findest du garantiert. Mittlerweile schon? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die letzten noch voll selten waren. Die waren schon immer voll häufig. Ich hab die sonst immer voll selten gefunden. Ich habe bisher, glaube ich, zwei gefunden, aber waren noch nie richtig drin. Da kannst du auch nur mit voll enchanteten Dia-Sachen rein. Ja. Ansonsten wirst du gerackt. Ja, diese Wächter sind echt krass. Vor allem, wie schnell die einfach die Leben ziehen. Was ich einfach so krass finde, ist, dass die dir auch noch hier Abbaumüdigkeit geben. Ja. Mining Fatigue, das war's. Das wieder wegzumachen brauchst du. Achso, musst du einfach nur kämpfen. Musst du alles so schnell wie möglich besiegen. Dann einfach warten, ne? Weil Luft hast du genug. Also wenn du das richtige Enchantment hast. Oder einen Unterwasseratmungstrank. Ja, oder das. Dafür brauchst du einfach einen Pufferfisch, ne? Ernsthaft? Ja, wusstest du das nicht? Ja. Boah. Boah, bitte gib uns einfach nur ein fucking NPC drauf! Oder nur ein Board zum Bauen. Wo bist du eigentlich mittlerweile? -1500? 600? -6500, -280. Ich bin hier mitten auf dem Ozean. Oh. Ja, hier seht ihr gerade so ein bisschen meine wundervollen Daten nochmal vom Rechner. Ich habe Intel Core i7-6700K mit 4,0 GHz. Und eine GeForce GTX 650. Willkommen. Ja, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich mal arbeiten gehe und da Geld verdiene, wollte ich mir eh mal dann einen neuen Rechner kaufen. Da kann man bestimmt mal drüber reden, dass du den dann kriegst. So, ich kann mal kurz meinen sagen. Intel Core 2 Quad CPU Q8300 mit 2,5 GHz. Und eine GeForce GT 240. Christian. Ja. Das Ding war schon in der Steinzeit steinalt. Ich weiß. Aber dennoch kann ich 4K-Spiele spielen, ne? Jo. Weißt du, was ich einfach Wölfe noch heftig gefunden. Die habe ich auch schon so aufgefunden. Weißt du, was ich einfach nur heftig finde? Was? Mein Rechner, ne? Ich kann Fallout 4. Was meinst du, auf welcher? Ich habe eine Wüste gefunden. Weiß nicht von.
Was meinst du, auf welcher Grafikeinstellung kann ich Fallout 4 spielen? 8K? Also ich meine jetzt hier schlecht, mittel, stark oder extrem. Extrem? Nein, schwach. Lol. Ganz ehrlich, Fallout 4 hat extreme Anforderungen. Ich habe kein Nickel gefunden. Nickel! Also ich habe jetzt meinen Kaktus, ne? Ah, oh, schiebst du ihn da auch hinten rein? Was? Oh Mann, das wird eine lustige Session. Das wird ein langes, langes Projekt. Ich habe mal Akazienbiom. Okay. Da könnte man vielleicht mal was bauen. Warte, in Savanne gibt es doch auch NPC-Dörfer, oder? Ja. Ich muss gleich schon mal wieder neues Essen machen. Na, ich habe einfach mittendrin, als ich noch gesucht habe, schon mit neues Essen gefarmt. Ich habe jetzt von jedem Tier fast ein Steak. Rohes noch. Jo. Also hier sind Schafe, hier ist was Lava, Schweine. Hey, da bist du! Ah, ne, war ein Schwein. Not funny. Oh, ich fand's schon. Okay, war doch ganz lustig. Ah, hier ist noch mehr Wüste. Kakteen. Sand. Noch mehr Sand. Noch mehr Meersand. Aha, alles klar. Hier sind Karnickel in der Wüste. Läuft. Also ich bin jetzt schon wieder am Ozean. Meine Damen und Herren, hier habt ihr mehr Folgen. Oh Mann. Ich hab schon echt beschissenen Humor. Wie findest du es jetzt eigentlich, dass Klaus aufgehört hat? Scheiße. Ja. Denkst du denn? Also ich bin ehrlich, ich denke dem Teil. Okay, ich wollte schon mal gesagt haben. Ich dachte, ich hätte jetzt hier gerade einen Spawner gefunden. Na ja, komm, ich grill mir nochmal was. Oh. Also ich hänge den Teil sogar echt noch ein bisschen in den Ohren, er soll wieder weitermachen. Christian? Warte mal kurz. Ah. Zuletzt gab es bei uns Hashtag Klaus spielt wieder Minecraft. Heute gibt es Hashtag Klaus spielt wieder Minecraft. Oh. Ich würde mal hoffen, dass wir endlich mal ein Biom finden. Es wird langsam heftig. Oh. Die Folge ist 1337 Minuten lang. Und ja, darauf habe ich gerade extra gezielt. Boah, leck mich doch die Eier ranzig. Immer noch? Nein. Echt nicht? Nein. Ich möchte gerne wissen, wie sie aussehen. Hast du doch mal, als du bei mir warst. Nein, 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 nein! Ah, schön. Wegen sowas fängt man an, Dominik zu hassen. Das schwöre ich euch. Weil man ihn mal in Real Life gesehen hat, fängt man ihn noch mehr an zu hassen. Oder zu fürchten, wegen meiner Größe. Ah, das war schon... Als er mich am Bahnhof abgeholt hat. Wir sind fast aneinander vorbeigelaufen. Hätte ich nicht gefragt, ob er Dosch ist. Und er hat sowas von irritiert gefragt. Crazy? Ey, jetzt im Ernst. Das ist der einzige Zug, der aus Köln kommt bei mir, hält an Gleis 2. Und auf einmal kommst du von Gleis 19. Und ich denke mir nur so, alles klar, okay. Ich kann mir auch nicht erklären, warum der dahin gefahren ist, ne? Schlafen. Ja, okay.
kann mir das bis heute nicht erklären, warum er überhaupt dahin gefahren ist. Bei mir stand sogar auf dem Bahnticket Gleis 2 drauf, ne? Ja. Aber trotzdem war es lustig bei dir. Mhm. Alter, musst du dir vorstellen, das war noch bei AOT-Zeiten. Ja. Du musst echt irgendwann mal schauen, dass du mal runterkommst. Die Folge nochmal finden, wo wir zusammen mal die aufgenommen haben. Ich glaube, die heißt sogar irgendwie zu Gamescom-Gelaber oder sowas. Ich fand die lustig. Ja, die war auch genial. Weißt du, dass das aber auch richtig geil ist? Bei uns um die Ecke ist ja mittlerweile auch ein Subway. Okay. Bei uns ist wirklich so gefühlt... Okay, es gibt nicht fast... Es gibt nur fast alle... Hast du so eine Frage? Hast du Generieren von Strukturen überhaupt angemacht? Müsste an sein. Irgendein Seed eingegeben? Nein. Das ist eine ganz stinknormale Nitrado Minecraft-Feld. Weiß Nitrado. Wobei Nitrado sogar wirklich aufgeholt hat mittlerweile. Also so scheiße ist Nitrado gar nicht mehr richtig. Ja, ich weiß. Wenn du mal schaust, der Infinity-Server, worauf wir gezockt haben, der war von Nitrado. Wir hatten kein einziges Problem. Alter. Als ob hier ernsthaft kein NPC drauf ist. Ich habe auch schon keine Ahnung mehr, wo ich noch hinlaufen soll, um einen fucking NPC drauf zu finden. Da drüben ist gerade ein Pferd in Sand erstickt. Minecraft for the win! Mhm. Oh, schade, kein Pferdeleder. Alter. Sind hier die seltsamsten Strukturen, aber kein NPC-Dorf. Ja. Ich hätte auch so irgendwie schon gefühlt schon dreimal gedacht, dass ich irgendwie einen Spawner dafür so gefunden habe. Nix. Jetzt kommt es. Minecraft 1.9.2. Wir haben Strukturen rausgepatcht. Habe ich jetzt nicht im Patchlog gelesen. Also ich habe extra nachgeschaut. Jetzt ernsthaft? Ja, ich lese mal die Patchlogs immer durch. Aber davon weiß ich gerade nichts mehr, dass da was drin stand. Was ich immer noch so genial finde, jedes Mal immer wieder die Nachricht, Hero Brian rausgepatcht. Hast du das mit Minecraft VR1 mitbekommen? Hier dieses Technik-Update, oder? Ja. Ich hatte erst gedacht, ich habe das ja bei Spark geschaut. Ich hatte erst gedacht, das wäre ein April-Scherz gewesen. War ein April-Scherz, ne? Das war ein April-Scherz? Ja. Ich dachte, das wäre ein April-Scherz von Spark gewesen. Nein. Das war ein April-Scherz. So. Ja, ich wollte sagen. Er hat eigentlich auch am Ende gesagt, Leute, das ist ein April-Scherz. Bitte erzählt es nicht. Oder bitte glaubt das nicht, dass es wirklich ein Minecraft-Patch ist. Okay. Weil bei ihm müssten das wohl damals bei Minecraft 2.0 einige geglaubt haben. Hm, okay, ich hätte vielleicht schon mal die Folge zu Ende schauen sollen. Ja, was denn? Meine LOL-Runde hat in dem Moment schon angefangen. Na. Oh. Nun denn, LOL. Ich schick dich irgendwann auch nochmal dazu. Ich bin kein Fan von LOL. Wir müssen aber irgendwann mal wieder sowas anderes zusammenzocken. Rocket League? Können wir mal machen. Muss ich mir aber noch holen. Ich auch. Hier ist auch nicht Cube World, Kappa. Cube World? Das wird nicht mal weiterentwickelt. Ich weiß. Oder meinst du jetzt, das ist von mir? Nein. Ich meine, das ist gerade wirklich Cube World. Ja, das wird nicht mal weiterentwickelt. Ich weiß. Deswegen auch dieses hier, nur mal zur Erinnerung, warum nicht Cube World, Kappa. So.
Also ich bin jetzt quer über den Ozean gefahren, habe eine Wüste gefunden, ein Calciumbiom und bin jetzt wieder bei Bergen angekommen. Also langsam wird's lächerlich. Ich habe eine schwebende Insel gefunden. Ja, ich habe hier Megatiger. Oder ist auch da. Oder? Ne, ist normal der Tiger, glaube ich. Extreme Hills plus M. Das ist heftig. Ich sagte, wir kommen irgendwie so bei Koordinaten 10.000 an und. Okay, das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Wir sind bei minus 8.500. Also eins ist klar, den anderen, wenn wir irgendwann mal die Stelle finden zum Bauen, wir porten den anderen einfach, ne? Ich komme gerade nicht wirklich auf das neue Kampfsystem klar. Immer noch zu Clickspam. So, da drüben die nächste Weide. Ja, ich bin auch schon wieder auf einer, aber. Oh, wir sind bei 21 Minuten, ne? Oh. Tschüss. Gut. Alles klar. Tschüss. Gut. Wir machen uns dann weiter auf die Suche nach einem NPC davor oder einen Ort zu bauen. Komisch, die letzten drei Folgen haben alle gleich geendet. Ich habe keine Ahnung wieso. Komisch. Vielleicht, weil es jedes Mal dasselbe Folgeninhalt war. Das ist ja jetzt Quatsch. Ja gut. Wir würden dann sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, bla bla bla. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.